Namaste und einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Es freut mich total, dass ihr wieder dabei seid, dass du mir zuschaust und mit mir gemeinsam heute eine wunderschöne Yin-Stunde praktizieren möchtest. Wenn du soweit bist, guck, dass du eine Decke, dein Bolster, Blöcke, alle Hilfsmittel, die du vielleicht brauchen könntest, griffbereit hast, dass du warm genug angezogen bist, dass du nicht auskühlst, weil wir heute wieder ein bisschen runterfahren, ein bisschen low-level, ganz yinnig werden. Wenn du soweit bist, finde dann deinen bequem aufrechten Sitz. Wir machen eine ganz kurze Einstimmung, bevor wir direkt loslegen. Heute nochmal ein bisschen Fokus an den Schultern, den Armen, ein bisschen Twists mit dabei, sodass wir auch hier hoffentlich ganz entspannt und happy wieder aus der Stunde nach draußen gehen. Wenn du soweit bist, setz dich hin, schließ deine Augen und nimm dir auch hier diesen kleinen Augenblick, wirklich auf deiner Matte in dir anzukommen. Lass deine Beine schwer werden, probier dein Becken zu entspannen und gleichzeitig aber durch die Atmung in die innere Aufrichtung zu gehen, nach oben hin zu streben, weit zu werden durch die Einatmung und mit jeder Ausatmung dich ein klein wenig mehr zu entspannen, loszulassen, hier schon direkt anzufangen und das vielleicht sogar mit deinen Atemzügen zu verstärken. Du kannst mal ganz tief durch die Nase einatmen, kurz halten. Nur so eine Sekunde und dann stoßweise ganz bewusst aus. Nochmal tief ein. Kurz halten und den Körper auch hier wieder dieses Zeichen geben, dass er jetzt wirklich loslassen darf. Noch ein letztes Mal tief ein in die Länge. Und entspannt ausatmen. Loslassen. Nimm wahr, wie sich dein Körper heute anfühlt, ob es ihm gut geht, ihm warm genug ist, du vielleicht noch irgendwas an- oder überziehen magst, dir noch eine Decke unter die Matte legen magst. Wie ist die Temperatur jetzt gerade um dich herum? Und vielleicht gibt es auch Unterschiede zu erfahren in deinem Körper. Vielleicht hast du warme Füße und kalte Hände oder umgekehrt. Geh einfach einmal durch dich durch und nimm dich in all seiner Fülle wahr. Die Empfindung in den Füßen, deinen Fußknöcheln, vielleicht auch der Kontakt der Fußknöchel zum Boden, deine Unterschenkel, Knie. Wie geht es den Knien heute? Auch das ist gern so ein Punkt, wo es manchmal ein bisschen unwohl ist. Den oberen Schenkeln, deinen Becken. Vielleicht ist heute deine Zone der untere Rücken, dann versprich hier ganz besonders achtsam zu sein. Oder vielleicht auch in der Brustwirbelsäule, Schulter, Nacken. Wie geht's dir jetzt gerade in deinem Körper? Und dann achte auch mal auf die Qualität deiner Atmung. Bist du aufgeregt, geht der Atem schnell, dein Herzschlag, dein Puls pocht? Oder ist alles schon so ein bisschen gemäßigter, ruhiger, du bist schon ziemlich entspannt und freust dich einfach noch mehr auf die Stunde? Wie ist deine Gemütsverfassung jetzt gerade? Wonach sehnst du dich? Was brauchst du? Und wenn es für dich relativ klar ist, meistens ist so der erste Impuls, die Intuition, sowieso das Richtige, ohne dass der Kopf sich zu sehr einschaltet. Und nimm die Hände vor dein Herz in Anjali Mudra und wiederhol nochmal deine Intention jetzt nochmal für dich. Was ist dein Motto für die jetzige Stunde? Vielleicht auch für die nächsten Tage oder bis zu deiner nächsten Yogastunde? Dann atme auch hier nochmal tief ein und aus. Tief ein für Om. Lass die Hände in den Schoß sinken und blinzel gerne ganz langsam die Augen auf. Komm direkt von hier in den Vierfüßlerstand. Wir kommen in das halbe Anahata. Wenn du magst, kannst du dir wie ich auch noch eine Decke so ein bisschen unter die Matte legen, auf die Matte oben drauf, dann ist es ein bisschen weicher und kuscheliger. Auch hier vielleicht für die Knie ein bisschen angenehmer. Und zwar, entweder du sagst, wenn du halbes Anahata brauchst du gar nicht, du möchtest die ganze Form, dann weißt du, du lässt die Oberschenkel senkrecht zum Körper, wanderst mit den Händen nach vorne und legst die Stirn ab. Wer noch mehr möchte, wer das ganze Anahata immer noch zu easy findet und da gar nichts spürt, und die Unterarme auf das Bolster, lass dich hier durchhängen, macht das Ganze noch intensiver. Aber wie gesagt, heute 3 Minuten pro Seite machen wir das halbe Anahata, das heißt, der rechte Unterarm kommt vor den Stirn und nur der linke Arm wird gestreckt.
dass dein Gesäß Richtung Fersen wandert, sodass der obere Körper richtig durchhängen kann. Und jetzt lass hier die Muskelkraft los. Lass die Öffnung in der linken Schulter geschehen. Und probier auch deine Beine, dein Becken, deinen Bauch ganz locker zu lassen. Dich auch hier wieder komplett getragen zu fühlen. Nichts tun, nichts leisten. Akzeptiere die Öffnung da, wo sie jetzt gerade stattfinden möchte. Tief ein. Und vielleicht auch hier nochmal hauchen, seufzen, zum Ankommen richtig schön schmelzend aus. In einer Hatha kannst du dir vorstellen, dass die Wirbelsäule wie so eine Art Hängebrücke ist. Getragen von den Knochen der Beine, der Schultern und Arme, aber ohne Muskelkraft, sondern automatisch. Dein Brustkorb, dein Herzzentrum möchte Richtung Matte nach unten schmelzen, mit jeder Ausatmung ein kleines bisschen mehr. Tief ein. Und entspannt aus. Hier war, welche Gedanken vielleicht auftreten, ob das angenehm ist, zu viel, ob wirklich die Muskeln locker lassen dürfen. Arbeiten auch hier unter anderem am Herzmeridian. Das heißt, achte auf die Emotionen, die sich dir vielleicht zeigen wollen. Ungefähr 30 Sekunden. Noch drei ganz tiefe Atemzüge, bevor wir gleich die Seite wechseln. Nochmal ganz tief ein- und hauchen, seufzend aus. Noch letztes Mal. Bring langsam die linke Hand neben den Kopf. Stütz dich in die linke Hand, um den rechten Arm zurückzuziehen, Richtung Vierfüßlerstand. Wir kommen direkt zur zweiten Seite. Nimm jetzt den linken Hand vor dich. Den linken Unterarm liegt unter der Stirn. Und der rechte Arm streckt aus. Lass den Oberkörper tief sinken. Entspanne hier. 3 Minuten. Falls du ganzseitig übst, nicht links und rechts unterschiedlich, bist du jetzt in der Hälfte deiner Haltung. Auch hier schon in der letzten Minute angekommen.
ob dein Herzzentrum noch mehr Richtung Boden schmelzen kann. Die letzten Atemzüge, ob die Öffnung in der rechten Schulter noch mehr passieren darf. Die Muskeln wirklich mit jeder Ausatmung noch mehr loslassen. Hier die letzten drei Atemzüge tief ein. Langgezogen vollständig aus. Noch ein letztes Mal. Und dann führe die rechte Hand Richtung Kopfhöhe, stützt die rechte Hand zum Boden, zieh dich nach draußen und komm von hier in die Kindeshalte und zum Nachspüren. Die Stirn zum Boden legen, die Arme jetzt gerne nach hinten Richtung Füße gestreckt, lass die Schultern los, entspann hier. Die Energie in deinen Schultern war. Die Offenheit, vielleicht Weite oder Wärme. Was ist gerade durch diese Haltung in dir passiert? Ganz okay. Und dann roll dich ganz sanft von hier nach oben zum Sitzen. Von hier machen wir weiter unsere Schulterübung, und zwar den Lounging Monkey. Auch eine sehr schöne Haltung, mit oder ohne Hilfsmittel. Ich zeige es erstmal ohne und dann nochmal mit. Wenn du die Position schon kennst, kannst du gerne schon ganz langsam reingehen. Von hier wieder nochmal den Schulterbereich öffnen. Lass die Füße vor dich hin stellen, nimmst die Hände nach hinten. Vielleicht gar nicht so auf die Decke, dass du nicht so wegrutschst. Und dass die Unterarme relativ parallel sind. Und geh hier schon mal so weit nach hinten, dass du eine schöne Dehnung spürst. Und dann von hier, gib das Becken hoch, bring das Becken nach vorne bis an den Punkt, wo du denkst, so, das reicht. Und dann könntest du von hier, du magst auch die Beine ausstrecken oder auch nicht. Wenn das jetzt so ein bisschen zu viel ist, das ist schon eine sehr, 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 sehr interessante Öffnung, muss man so zu sagen. Das ist schon ziemlich intensiv. Dann mach das Ganze mit dem Bolster. Ist leichter oder einfacher, weil einfach ein bisschen mehr Körpergewicht hier auf dem Bolster ist. Und nicht komplett hier reingehalten wird in den Schultergürtel. Das heißt, auch hier lehnst du dich einfach an, so gut es geht. Beine mit den Händen nach hinten, Beine können gestreckt sein. Und lässt dich so dann in die Schultern reinfallen. Auch hier wollen wir wirklich in dieses Loslassen gehen. Nicht mit dem, klar, wenn wir jetzt die Arme durchstrecken, aktivieren, hat man eigentlich keine Dehnung. Aber wenn wir anfangen, wirklich die Muskelkraft locker zu lassen, uns nur von den Knochen zu stützen und da rein zu sinken, dann haben wir eine schöne Öffnung. Entscheide selber, ob du das Ganze mit oder ohne Hilfsmittel machen möchtest. Und dann schließ die Augen. Guck mal, ob dein Kinn Richtung Brustbein fallen möchte. Neutral oder vielleicht der Kopf sogar nach hinten aushängen mag. Wenn der Kopf nach hinten hängt, lass gerne die Zähne offen, den Kiefer komplett locker. Oder lass einfach den Kopf ganz neutral. Nimm auch hier die Variante, die jetzt gerade für dich gut und schön ist. Hier bleiben wir 5 Minuten. Erste haben wir fast schon rum. Finde auch hier dein Ease, den Raum, wo du wirklich loslassen kannst. Den du spürst, aber nicht zu viel. Lass die Muskelkraft los. Atme tief ein in dein Herzzentrum. Spür dabei, wie vielleicht die Dehnung noch minimal intensiver wird. Und dafür mit der Ausatmung schmelze Richtung Boden nach unten. Aufmerksamkeit, da wo du jetzt Dehnung oder Kompression spürst. Die Bewusstheit in den Schultern.
ob du da Stück für Stück immer noch mehr wirklich lockern kannst, die Dehnung annehmen und dich reinfallen lassen kannst. Hier schon in den letzten 2 Minuten, weil du noch tiefer gehen wirst, noch einen Millimeter weiter mit den Händen nach hinten krabbeln magst. Du sollst gerne tun. Falls du denkst, es reicht dir schon, es ist zu intensiv, verlass gerne die Haltung und geh in die Rückenlage. Beobachte auch hier, welche Mechanismen auftreten. Willst du vor der Dehnung weglaufen, findest du Ausreden, vielleicht früher die Haltung zu verlassen, weil du unbedingt jetzt was trinken musst oder die Nase putzen magst. Oder kannst du gut aushalten, auch wenn es jetzt gar nicht so angenehm ist. Und das eine auch hier, ein Mechanismus ist nicht besser, schlechter. Manchmal ist Aushalten gut, manchmal auch nicht. Manchmal ist Erkennen, dass dir was nicht gut tut in der Situation, entfliehen richtig, manchmal auch nicht. Auch hier muss jeder für sich sein Pensum erfahren. Und jeden Tag neu entscheiden, was gut für ihn ist. Wann Entwicklung möglich ist. Wann es einfach zu viel wird. Und gerade hier im Yin, durch diese Ruhe, durch diese lange Haltung und die vielleicht manchmal intensiveren Geschichten, haben wir die Chance, uns da wirklich gut selbst besser kennenzulernen. Oder auch mal Muster zu verändern, wenn wir sagen, wir wollen das und das vielleicht nicht unbedingt behalten. Dann nutze diese Haltung, um dich zu üben, vielleicht geduldig zu sein, deine Grenzen zu erkennen, was immer gerade als Topic bei dir ansteht. Dann atme auch hier noch die letzten 3 Mal ganz tief in den Brustkorb ein. Wieder aus, noch 2 Mal in deinem Rhythmus. Tief bis in den Brustkorb, in dein Brustbein, Schultern hinein ein, lösend aus. Noch ein allerletztes Mal. Und dann ganz sanft bring das Kinn nach oben zum Brustbein. Fang an, die Arme auszustrecken, Kraft des Bauches nach oben zu kommen. Vielleicht ein Hilfsmittel zur Seite zu legen und direkt von hier kurz Richtung Rückenlage nach unten dich abzulegen. Gar nicht viel zu bewegen, sondern einfach jetzt kurz den Körper Zeit zu geben, sich selbst zu justieren, selbst in die innere Balance zu finden. Vielleicht wollen die Arme gar nicht im Shavasana liegen, auch hier ist es manchmal schön, sie jetzt Richtung Bauch zu begeben, vom Winkel her einfach. Auch hier, was sich jetzt gerade intuitiv gut und richtig anfühlt. Dein ganzes Körpergewicht zum Boden gehen, spüre nach. Tief ein und aus. Und du machst dich bereit, die Ruhehaltung zu verlassen. Gerne dich an einem Schienbein festhalten oder über die Seite rollen, nach oben finden. Wir machen weiter in den ähnlichen Bereich und kommen hier in die Golden Hand. Die Hände, indem wir dann gleich die Hände in den Grease von der Hüfte legen, in diesen Hüftbeugeabschnitt. Das heißt,
Ganz, ganz langsam, komm mal von hier nach oben zum Stehen. Du kannst das Ganze gerne auf den Bolster machen, dich gleich hier drauf setzen oder auch ohne Bolster machen, wenn du sagst, mir Beininnenseiten, Beine brauche ich jetzt nicht trainieren. Du kommst vom Stehen, beugst du ganz leicht deine Beine und bringst jetzt die Handrücken an die Innenseite des Beckens, sodass die Handaußenkante mit dem Hüftbeuger aufliegt. Nimmst die Ellenbogen nach vorn und bringst die Ellenbogen an die Innenseite der Knie. Setz dich dann gerne auf den Bolster, deinen Block oder auch ohne. Lass den Kopf nach vorne hängen. Du solltest jetzt hier an der Schulteraußenseite einen schönen Zug spüren. Wie gesagt, mit oder ohne Bolster kannst du auch gerne mal testen. Wir haben die Zeit, welche Variante für dich in Ordnung ist. Und dann lass den Kopf nach vorne hängen. Der Rücken darf sich runden. Und komm hier in diese wunderschöne Schulteröffnung. Ich mache es heute eher gemütlich mit Bolstern. Ich stehe danach völlig frei, das zu wählen, was für dich heute passend erscheint. Auch hier bleiben wir noch 4 Minuten ungefähr. Das heißt, richte dich so ein, dass es für dich wirklich angenehm ist. Die Schulteröffnung, Schulterblattöffnung spürbar ist. Kopf darf wieder hängen oder nach vorne blicken, was immer gerade passt. Und dann konzentriere dich auch hier wirklich, die Muskeln locker zu lassen. Und zu entspannen, Dehnung anzunehmen, zu akzeptieren und zu genießen. Hier schon in den letzten 2 Minuten. Guck auch hier, ob du noch bequem sitzt. Auch hier für dich frei, den Bolster wegzulegen. Oder dich jetzt doch vielleicht noch wo draufzusetzen. Guck, dass die Schultern sich wirklich öffnen dürfen, die Schulterblätter ganz sanft gezogen sind. Wir haben noch eine gute Minute hier. Genieße und schalt auch hier den Atem gerne tief in den Brustkorb, in die Schulterblätter, die sich gerade öffnen wollen. Wenn die Hände ein bisschen rausrutschen, ist gar nicht so wichtig. Solange wir in der Zone, wo wir es spüren wollen, an den Schulterblättern ein bisschen was merken, das reicht uns schon. Lass den Rest einfach geschehen, die Beine, Bauch, so gut es geht, entspannt, tief ein. Und genüsslich aus.
Letztes Mal richtig tief ein und aus. Wenn ich dann Becken und den Popo ein bisschen anlöst, die Hände. Und vielleicht magst du dich einfach kurz hinsetzen. Vielleicht in den Fersensitz. Vielleicht in der Bodenlage. Und einfach ohne dich viel zu bewegen, vor allem nicht in den Schultern. Hier dir die Chance geben, reinzuspüren. Vielleicht die Energie im Schulterblatt bemerken, Wärme, Öffnung, vielleicht so ein bisschen oder sogar prickeln. Vielleicht auch diesen Energiefluss jetzt in den Handgelenken, in den Handflächen, weil die vielleicht so minimal abgeknickt waren. Manchmal gar nicht so schlecht, wie so ein Gartenschlauch mal die Energie zu unterbrechen und danach mit voller Wucht wieder vielleicht Verkalkung freizuspülen. Der Energie, das könnt ihr euch mal vorstellen, wie so eine Art Schwamm, wenn ihr vom Schwamm vom Tafelputz früher von der Schule, wenn der dreckig war, hat man ihn gewaschen. Aber wenn der Schwamm nur so halb ausgedrückt wurde und einfach nur unter den Wasserhahn gehalten wurde, danach war relativ viel noch Kreide und Schmutz drin. Wenn der Schwamm aber komplett ausgefrungen ist und dann das Wasser reinkommt und sich damit frischem Wasser aufsaugt, dann kommt die saubere Energie in den Körper, ähnlich wie die Atmung, ähnlich wie der Schwamm. Und dann von hier in deinem Bolster, falls du eins hast, zur Seite, gerne zum rechten Mattenrand. Guck nochmal, dass deine Decke ordentlich liegt. Du kannst du noch ein bisschen glatt streichen und dann finde den Weg von hier in die Rückenlage. Jetzt hier nochmal ein, zwei Atemzüge zum Ankommen nehmen. Wir wollen von hier eine Twist-Sequenz machen. Dafür schlag dein linkes Bein jetzt über das rechte. Wie sowas möchtest du die Beine überkreuzen. Wenn es geht, auch noch den linken Fuß um die rechte Wade gewickelt. Das Gesäß nach links, lass die Knie jetzt gerne zum Bolster führen. Du könntest das Bolster auch zum Beschweren oben drauf legen. Die Arme wie so ein Tier an die Seiten. Wir gucken erstmal weg von den Knien Richtung linke Hand für die ersten 2 Minuten. Die Beine ganz schwer, die Schultern entspannt, tiefe, vollständige Atemzüge, genieß diesen ganz sanften Twist. Wenn die Oberschenkel eher so zum 90-Grad-Winkel zum Überkörper sind, erreichst du eher den unteren Rücken. Wenn die Knie mehr Richtung Brust hochgezogen sind, ist es mehr die Brustwirbelsäule. Mach hier, was ich jetzt gerade gut anfühle. Aber lass den Kopf nach links gedreht für die erste Hälfte in der Haltung. Entspann deine Gesichtsmuskeln. Vielleicht magst du dir auch so ein innerliches, leichtes Lächeln auf die Lippen zaubern. Und genießen, hier einfach am Boden zu liegen in dieser Rotation. Dann fangen wir an, deine Bewusstheit in die linke Schulter zu bringen. Mal reinzuführen, wie sie es in der linken Schulter jetzt gerade anfühlt. Und dann sanft die Nasenspitze nach rechts Richtung Knie zu bewegen und zu beobachten, wie sich dadurch die Dehnung in den Schultern verändert. Ob es vielleicht nun mal intensiver wird, angenehmer. Und einfach wahr, ob oder was passiert.
Noch einmal hier. Den Atem noch tief durch dich hindurch. In allen Gitterraum. Wieder ausatmen, dass noch mehr losgleite in deine Entspannung. Alle Körperglieder ganz schwer, die Beine, die Arme, die Schultern, der Kopf. Torso getragen vom Boden deiner Matte, alles entspannt, alles gelöst. Noch hier, noch ein Zimmer, ganz tief ein. Entspannt aus, tief ein. Und aus. Und dann Achtung, die Beine nicht verändern. Ganze Füße zum Boden bringen, die Knie mal Richtung Deck, aber lass das Überschlagen deiner Beine. So wie es jetzt gerade ist und führe nur das Polster zur anderen Seite. Dadurch haben wir dann nochmal einen Twist, haben aber mehr ein bisschen die Hüfte außen. Das heißt, Gesäß so ein bisschen nach rechts. Lass die Beine wieder glimmern, noch links über rechts. Und schlag sie einfach zur anderen Seite. Und guck mal, wie sich dadurch die Haltung verändert. Hier kannst du das Polster unter die Beine legen, ganz weglassen oder vielleicht als Variante auch auf die Beine drauflegen zum Beschweren. Du könntest ja auch eine Decke noch unter die rechte Schulter legen, falls die jetzt zu weit nach oben steht. Richte dich auch hier so ein, wie es angenehm ist. Bleib auch hier noch einige Minuten liegen. Lass auch hier alle Körperkleider los, alles entspannt Richtung Matte nach unten. Nasenspitze darf jetzt dahin blicken, wo sie möchte, was immer gerade angenehm ist.
dann komm auch hier zu den drei letzten tieferen Atemzügen noch bewusster, vollständig dreiteilig durch den Körper ein. Entspannt lösend ab. Mach das auch hier noch zweimal in deinem Rhythmus. Wieder ausatmen, also mach dieses minimal mehr los, was vielleicht noch geht. Letztes Mal ein. Den Bauch und die Flanken bis nach oben in dein Herz und alles rausatmen. Dann jetzt endlich, lass das Polster auf der linken Seite liegen. Komm ganz sanft zurück zur Mitte, löst das Überschlagen deiner Beine und finde in die Rückenlage jetzt endlich zum wohlverdienten Nachspüren. Genieße jetzt. Gib auch hier dein ganzes Gewicht ab. Spüre die Wirbelsäule, die Hüfte innen wie außen. Was hat sich verändert nach diesen beiden Positionen? Dann mach dich ganz langsam innerlich bereit, die zweite Seite zu üben. Stell die Füße auf und schlag jetzt das rechte Bein über das linke oder die zweite Seite fest, wie du eben andersrum gearbeitet hast. Auch den rechten Fuß um die linke Wade gewickelt, Füße, Popo ein bisschen nach rechts. Knie fallen gerne wieder auf das Polster oder nimm die Variante, die du eben hattest. Arme an die Seiten nehmen, T. Und auch hier zuerst für die ersten 2 Minuten blicken wir Richtung rechte Hand, weg von dem Knie. Tief ein und aus. Auch hier guck, ob du die Beine eher so 90 Grad Winkel hast zu den Unterrücken. Knie weiter nach oben nimmst, um den Brustbereich zu twisten, zu rotieren. Mach das, was jetzt gerade angenehm ist. Und dann gib auch hier alles Gewicht in die Matte ab, wird schwerer, immer entspannter. Dann lass auch hier das Bewusstsein noch für einen kleinen Moment mal in der rechten Schulter. Und du anfängst, die Nasenspitze Richtung Decke und Richtung linke Hand zu bringen, um jetzt Richtung Knie zu schauen und mal zu beobachten, was dabei dann in der rechten Schulter passiert. Die letzten 2,5, 3 Minuten in der Haltung.
hier schon in der letzten Minute. Vielleicht magst du auch hier durch die Atmung noch verstärken, noch tiefer in den Torso, die Flanken, den Bauch, dein Herz reinatmen. Und auch hier wieder ausatmen, das Gewicht noch mehr nach unten abgeben. Diese sanfte Haltung genießen. Und komm auch hier nochmal zu dem bewussten letzten Atemzug. Tief ein. Den Bauch und die Flanken in den Herzraum hinein. Und aus. Und für die Knie Richtung Decke. Lass auch hier die Beine so überschlagen, wie sie jetzt sind. Jetzt dein Gesäß ein bisschen nach links und lass die Beine jetzt nach rechts gehen. Hier gerne entweder Polster unter die Knie, vielleicht auch überhalb der Beine. Arme bleiben wie so ein Tier in den Seiten, wenn es geht. Und dann twisten wir jetzt nochmal für die nächsten Minuten in die andere Richtung. Vielleicht spürst du jetzt mehr deine linke Hüfte außen, Oberschenkel Außenseite. Vielleicht erreicht der Twist nochmal eine bisschen andere Region auf diese Weise. Machst du auch hier so bequem, dass du jetzt liegen kannst. Schließ die Augen und lass los. Nase darf wieder dahin blicken, wo sie blicken möchte. Und gib dich dieser Haltung hin.
nochmal eine tiefe Atmung in deinen Bauch decken. Und ausatmen, dass die Beine schwerer werden. Bei dem einen deine Flanken, Rückenbögen ziehen auseinander. Und ausatmen, konzentriere dich darauf, deine Hüfte noch mehr zu entspannen. Bei einem dein Herz. Ausatmen, Schultern lassen los, die Arme sinken tiefer. Noch ein allerletztes Mal vollständig ein. Und aus. Leg dein Bolster dann vorsichtig beiseite. Hilf dir ganz langsam, das Überschlagen der Beine zu lösen, Knie wieder Richtung Decke zu bringen. Und kurz in der Rückenlage nachzuspüren, zu entspannen. Zu genießen und auch hier wieder zu spüren, ganz bewusst wahrzunehmen, was hat sich verändert. Wie fühlst du dich jetzt gerade nach dieser Haltung? In deinen Beinen, links wie rechts, Becken, aber auch hier die Hüfte außen, dein unterer, der obere Rücken, die Schultern. Wie hat sich diese Twist-Sequenz auf dich ausgewirkt. Und dann nimm auch hier noch drei tiefe Atemzüge. Und dein ganzes Gewicht nach unten ab. Genieß die Entspannung in dir, in deinem Körper. Und dann von hier gerne ganz sanft und langsam finden nochmal den Weg zum Sitzen. Wir bauen auf und zwar brauchen wir jetzt einen Bolster oder eine große gerollte Decke unter dem Brustbereich und einen Block, ein Buch oder ein Kissen unter dem Hinterkopf. Wir legen den Bolster, da wo die BH-Linie liegt, wo wir auch schon mal die Decke hatten, unter dem Brustbereich, sodass die Oberarme überhalb abschließen können. Der Hinterkopf wird auf dem Block platziert und Achtung, von hier kommen wir in die Adlerarme. Das heißt, wenn die Adlerarme für dich zu viel sind, kannst du dich einfach selbst umarmen. Einfach die Arme gekreuzt, rechts oben, nachher wenn wir tauschen, dann links oben liegen lassen. Wenn die Adlerarme für dich kein Problem sind, nimm jetzt den rechten Arm über den linken, überhalb der Ellenbogen. Der rechte Daumen kreuzt mit dem linken kleinen Finger. Dann kannst du mal für einen ganz kleinen Moment die Hände und Unterarme zusammendrücken. Dann spürst du so ein bisschen nochmal mehr die Dehnung in den Schulterblättern. Und dann leg die Arme einfach auf dein Gesicht, da wo sie liegen wollen, vielleicht mehr zur Seite, vielleicht zentriert. Und du sagst auch, nö, das ist jetzt irgendwie von der Dehnung nicht so schön. Wie gesagt, genauso toll kann es sein, sich einfach zu umarmen und dann die Arme zu wechseln nach der Hälfte der Zeit. Mach auch hier heute, was immer für dich angenehm ist. Ich sage euch Bescheid, wenn wir den Arm wechseln. Thank you.
deinen tiefen Atemzug und dann mach dich bereit, den Arm zu wechseln. Vielleicht jetzt den linken Arm über den rechten zu legen und wieder dich selbst zu umarmen. Oder in die Adlerarme zu kommen. Der linke Daumen führt über die kleine Seite, den kleinen Finger rechts. Hände greifen, Unterarme, Handflächen drücken für den Moment zusammen. Um dann den Arm entspannt abzulegen, da wo er liegen möchte. Für nochmal eine sanfte Schulteröffnung. Schon in den letzten Augenblicken machen jede Haltung, jede Seite hier 3 Minuten und guck auch hier, ob du vielleicht den Atem noch mal tief an dein Herzzentrum schickst, die letzten Atemzüge hier noch dieses kleine Fitzelchen tiefer gehst, vollständig bis in dein Herz hinein ein und entspannt auf. Letztes Mal. Dann löse ganz sanft deine Umarmung oder die Adlerarme. Und lass die Arme an die Seiten gehen, wie so ein offenes Tee mit den Handflächen zur Decke. Und bleiben auch hier nochmal 3 Minuten. Lass die Hände auch so ein bisschen nach oben gehen, wie so ein V. Jetzt nochmal die vordere Schulterseite dehnen. Gleichzeitig genieße diese sanfte Rückbeuge im Herzen. Guck, ob die Füße und die Beine wirklich entspannt sind oder du hier noch irgendwo nach justieren möchtest. Lass deinen Bauch locker, dein Herz weit. Entspann nochmal ganz bewusst die Schultern, die Oberarme und die Unterarme. Den großen, ich zähle den Daumen. Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger und Ringfinger. Beide Hände entspannt. Die Gesichtsmuskeln ganz weich.
auch hier nochmal ganz tief in deine Bauchdecke, Bauchfold. Ausatmen, Beine, bis in die Zehen entspannt. Nochmal tief ein, deinen Flanken, Rippenbögen weiten. Ausatmen, deine Hüfte lässt noch mehr los. Nochmal ein, ganz bewusst in den Brustkorb, Brustbein schiebt Richtung Decke. Und ausatmen, Schultern gelöst. Lass alles geschehen. Nimm die letzten drei Atemzüge hier. Auflösen die Hände dann eher entlang des Körpers nach unten. Und dann Kinn zum Brustbein, spann den Bauch an, stütze dich über die Unterarme und deine Hände ganz sanft. Stück hier nach oben. Probier dich gar nicht viel zu bewegen. Jede Bewegung in Zeitlupe und nur so wenig wie nötig. Nimm deine Hilfsmittel beiseite und finde wieder den Weg in die Rückenlage zum Nachspüren. Wende auch hier diese Minute, um einfach den Körper selbst die Zeit zu geben, in seine Mitte zurückzufinden. Schon ideal liegst für deine Endentspannung oder ob du dir noch was überziehen magst, dir noch eine Decke nehmen möchtest. Wenn ja, dann machst du jetzt richtig bequem für Shavasana, unsere Endentspannung. Deck dich zu, lass die Füße ausgleiten, die Fußzehen nach außen fallen. Mach den Nacken lang, die Schulterblätter liegen flächig auf. Dreh gerne die Arme weg vom Körper mit den Handflächen zur Decke. Und vielleicht magst du auch hier zum Ankommen nochmal ganz tief einatmen. Und aus. Und dann in der Rückenlage für die nächsten 5 Minuten alles loszulassen, nachzuspüren, zu entspannen.
Fang ganz langsam an, die Atmung wieder tiefer werden zu lassen. Zu spüren, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Fang an, Hände, Finger, den Körper aufzuwecken. Und dann in aller Ruhe, auf deine Weise, wann immer du bereit bist, den Weg nach oben zum Sitzen zu finden. Um dir auch hier diesen Moment zu schenken, im Spüren deiner selbst zu bleiben. Zu nehmen, wie sich jetzt der Boden unter dir anfühlt, deine innerliche Aufrichtung, die Atmung, was ist mit deinen Emotionen passiert während der Praxis, wie geht es dir jetzt gerade? Ist noch irgendwas, was du rauslassen, rausgehen, rausschreien magst? Oder bist du ausgeglichen, ganz bei dir? Hast die Augen gerne geschlossen, in die Hände Richtung Herz, entweder gefächert auf dein Herz gelegt, zu Anjali oder dem Herzlotus Mudra, an dem kleinen Daumen sich berühren, die mittleren drei Finger wie so eine Lotusblüte sich Richtung Himmel öffnen dürfen. Wir enden die Stunde mit einer kleinen buddhistischen Metta-Bhavana-Meditation, indem wir verschiedene Wünsche an uns und andere Wesen richten und probier einfach die Sätze, die ich gleich sage, in dir resonieren zu lassen, ganz intuitiv und sie innerlich zu wiederholen. Möge ich glücklich und frei sein und in Frieden leben. Möge ich glücklich und frei sein und in Friede leben. Und dann lasst uns diese Wünsche an eine Person schicken, die wir gern haben, lieben, zu der wir im positiven Verhältnis stehen. Wer fällt dir hier als allererstes ein? Visualisiere dann diese Person vor deinem inneren Auge und schenke auch ihr den Wunsch. Mögest auch du glücklich und frei sein und in Friede leben. Mögest du glücklich und frei sein und in Friede leben. Dann lass uns diesen Wunsch an eine uns neutrale Person schicken. Jemanden, den wir vielleicht nicht so gut kennen, aber manchmal an der Kasse sehen, den Busfahrer, Postboten. Wer taucht hier als erstes auf? Und dann widme auch dieser Person oder diesem Wesen den Wunsch. Mögest du glücklich und frei sein und in Friede leben. Mögest du glücklich und frei sein und in Friede leben. Dann lasst uns den Wunsch auch eine Person schicken, mit der wir in Konflikt stehen, im negativen Verhältnis. Einen Konflikt hatten oder noch bevorsteht. Wer taucht hier als erstes vor dir auf? Und dann versuche, so gut es geht, aus vollem Herzen auch dieser Person, diesem Wesen, die Wünsche zu schenken. Mögest du glücklich und frei sein und in Friede leben. Mögest du glücklich und frei sein und in Friede leben. Und lass uns diese Wünsche an alle Menschen in deiner Stadt, hier im Land, auf der ganzen Welt richten. An alle Lebewesen auf der Erde, im Sonnensystem, vielleicht im ganzen Universum. Möge alles, was ist, glücklich und frei sein und in Friede leben. Möge alles, was ist, glücklich und frei sein und in Friede leben. Dann schließe nun den Lotus, was du einen in den Händen hast, zu Anjali
Und lass uns diese Wünsche mit einem gemeinsamen Om in die Welt schicken. Atme hierfür gerne nochmal tief ein und aus. Tief ein. Lass die Stirn zu deinen Fingerspitzen sinken. Verneige dich vor dir und deiner Praxis.